Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, der November ist fast vorüber und auch wenn heute die Sonne scheint, naht die Winterweihnachtszeit, beziehungsweise ja, die Winterzeit, ja, theoretisch schon so ein bisschen auch Ende November, wenn auch die weihnachtliche Dekoration kommt. Ja, über die letzten 2 Jahre haben sich bei mir so ein paar Winterweihnachtsbücher auf den Sub verirrt und liegen da jetzt besagt auch schon so rund, ja, viele aus dem letzten Jahr, manche aber auch noch schon von einem Jahr vorher. Und die möchte ich in diesem Jahr angehen. Und ich möchte euch 7 oder 8 Winterbücher zeigen und ich glaube auch 8 Weihnachtsbücher, die bei mir auf dem Sub liegen, die ich mir jetzt für diese Weihnachts-Wintersaison vorgenommen habe. Winter ist bei mir tatsächlich auch nur so ein bisschen der Januar, Februar. Weihnachten tatsächlich schon eher so alles ab, ja, dem ersten Advent, ein bisschen vorher, bis so gut vielleicht noch die erste Januarwoche. Sonst ist ja das Weihnachtsgefühl einfach schon so ein bisschen abhanden gekommen und ich habe jetzt auch versucht, ein bisschen was an haptischen Büchern als auch an E-Books oder eben auch an Hörbüchern zu haben und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen auch durch meinen Sub in diesem Winter-Weihnachtsgefühlen dann auch durch komme. Ja, wir starten einfach mal mit den Winterbüchern und zwar als erstes Buch ist das Unverfrorene Freunde von Clemens Putz. Das habe ich, keine Ahnung, nein, Pütz und Dunja Bartarillo habe ich irgendwo, glaube ich, mal ertauscht, wenn ich mich nicht irre, weil ich ein großer Fan von Pinguinen bin. Und es geht hier tatsächlich um die Pinguinwissenschaft und es soll eine fröhliche Wissenschaft sein und eine Liebeserklärung an die Antarktis und eben auch an die Tiere. Und er darf eben, ja, mit den Tieren auch arbeiten. Er reist dafür jedes Jahr für mehrere Monate dorthin in die Antarktis und ja, er gewährt uns eben auch einen Einblick in das Leben dieser süßen Pinguine. Ja, bin ich sehr gespannt. Ist für mich schon eher was, was definitiv Winter ruft und vielleicht auch späterer Winter, vielleicht tatsächlich so Februar, März, aber das ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Dann noch gar nicht so lange auf dem Sub sind 635 Tage im Eis von Alfred Lansing. Ich weiß gar nicht mehr, bei wem ich das auf BookTube gesehen habe. Es geht um die Shackleton-Expedition und ja, wie lange wir hier im Eis sind, also knapp 2 Jahre. Und es soll eine Höllen- und Heldenfahrt gewesen sein. Und das finde ich tatsächlich super spannend. Wir sind hier 1915 und die Endurance ja, macht sich im Grunde auf den Weg in die Hölle aus Eis. Und sie versuchen eben, ja, mit Ernst Shackleton 28 Männer zurück in die Zivilisation zurückzubringen. Eigentlich wollen sie den weißen Planeten aber durchqueren. Planeten, Kontinent durchqueren. Wir sind nicht im All, Steffi, wir sind nur im Eis. Und ja, ich finde sowas super spannend. Spätestens auch seit der Terror und Erebus lese ich sowas ganz gerne. Es ist, glaube ich, schon eher auch ja, so ein bisschen in Romanform. Die Expedition erzählt. Finde ich tatsächlich spannend, freue ich mich drauf. Ich glaube, man kann jetzt nicht vorstellen, dass ich mich über alle Bücher freue. Ja, wir waren gerade schon bei der Terror und der Erebus hier von Michael Payne. Ja, es ist eines der wichtigsten Forschungsschiffe ihrer Zeit und auch ihre Expeditionen galten als bahnbrechend. Im Jahr 1848 verschwand sie aber zusammen mit der Terror in der Arktis und dann wurden sie 2014 wieder gefunden und dann spinnen sich eben Geschichten um die Terror und die Erebus, was hier passiert sein könnte. Und wir haben hier eine Geschichte mitreißend geschildert von niemand geringeren als Michael Palin, der manchen wahrscheinlich auch aus Monty Python bekannt ist. Und er ist ein weltreisender und wohl begnadender Erzähler. Und ich habe von Michael Palin auch schon irgendwas gelesen. Mythos? Ich glaube, da ging es so um die Götter. Finde ich sehr spannend. Ein Schiff, 2 Fahrten und das weltweit größte Rätsel auf See. Bin ich super neugierig. Passt für mich eben auch wunderbar in den Winter. Dann habe ich hier Winterhaus, den Auftakt einer Reihe von Ben Gutterson, richtig? Und wir haben hier die perfekte Geschichte für ein rätselhaftes, geheimnisvolles, gefährliches, ganz einfach magisches Leseabenteuer.
hatte ich, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, bei Lisa oder Sarah gesehen und es hat mich so, so, so angesprochen. Und dann habe ich mir das ertauscht oder mal günstig gebraucht gekauft. Und ja, der Titel verrät es schon, es geht um ein Winterhaus und spielt eben im Winter. Und ja, das ist auch ein Hotel und es soll ein faszinierendes Buch voller Zauberei, Magie, wundervoller und schrecklicher Entdeckungen und jeder Menge Spiele und Entschlüsselungen sein. Und hier rätselt man wohl tatsächlich auch als Leser mit, zusammen mit einigen coolen Bildern, auch so in Schwarz-Weiß gehalten, finde ich super schön. Ja, ich bin sehr neugierig, bin gespannt, was mich hier erwartet. Und das Schöne ist, glaube ich, auch genau, wenn man so den Schutzcover abmacht, sieht man das ganze Haus, wo man sonst eben so ein bisschen diese Fenster so ausgeschnitten hat, ne? Wenn man das so ein bisschen erkennen kann. Bin ich gespannt, wird mich auf jeden Fall im Winter begleiten. Und auch als das Wolkenschloss von Kerstin Gier bei mir eingezogen ist, ist mir ein paar Mal gesagt worden, Steffi, nimm's nicht mit in den Urlaub, es passt besser in die Winterzeit, Silvesterzeit. Und dementsprechend habe ich es mir jetzt sozusagen dafür so ein bisschen aufgehoben. Ich weiß gar nicht, warum ich damals nicht zu Kerstin Giers Buch gegriffen habe, weil ich mochte die Edelstein-Reihe, ich mochte die Silber-Reihe und das Buch ist 2017 erschienen, also auch schon ganz schön ein Stückchen her. Und wir sind in den Schweizer Bergen und dort finden wir dann eben das Wolkenschloss, was ein altehrwürdiges Grand Hotel ist, aber seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber dann haben wir eben den Silvesterball und es reißen aus aller Welt Gäste an und es knistert unter den prächtigen Kronleuchtern und ja, alle sind aufgeregt. Ja, bin ich sehr gespannt. Passt vielleicht tatsächlich so in die Nach-Weihnachts-Vor-Silvester-Woche. Mal sehen, ob ich das zeitlich so ein bisschen eintakte. Da freue ich mich drauf. Weil ich finde, Kerstin Gier hat einen wunderbaren Stil. Gerade auch bei ihren Jugendbüchern. Ich mochte früher aber auch diese klassischen Frauenromane ganz gerne. Gerade die Patinnen-Reihe fand ich richtig toll. Dementsprechend freue ich mich da drauf. Ja, das waren es jetzt erstmal die haptischen Bücher. Dann habe ich auch noch, ich glaube, ein Hörbuch und zwei E-Books. Und zwar Winterküsse im Leuchtturm von Karin Körnicke hat mich so, so, so angesprochen wegen diesem süßen Cover und ist mir auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt worden. Denn wir lernen hier Mona, die die letzten Wochen im Engelskostüm neben dem Kaufhaus Weihnachtsmann stand und jetzt eben sich nicht mehr weiter von Jingle Bells beschallen lassen möchte. Sie hat jetzt endlich die weihnachtsfreie Zeit und so nimmt sie Actionfilme mit und fährt an die Ostsee in eine Ferienwohnung im Leuchtturm. Allerdings gibt es dann einen Schneesturm und ja, der fesselt sie so ein bisschen daran und das stört sie auch anfangs gar nicht. Doch im Leuchtturm gibt es einen zweiten Mieter, nämlich Kai, und der ist ausgerechnet ein Fan von Lichterketten, Glühwein und Last Christmas. Ja, wie die beiden das so zusammen aushalten, ja, wird man dann in der Geschichte erfahren. Ich bin sehr gespannt. Ich mag Geschichten, wo so Charaktere unterschiedliche Meinungen, Ansichten haben, aber dann doch vielleicht irgendwie einen Kompromiss finden. Ich gehe mal davon aus, dass die am Ende wahrscheinlich dann Weihnachten doch auch ganz toll findet. Anscheinend hier so die Sonne rein ist, tut mir leid. Es geht auch noch um ein verletztes Kaninchen, was natürlich das Cover erklärt. Also ich bin da sehr gespannt auf dieses Weihnachtswunder. Passt für mich eben, dadurch, dass die Geschichte wohl auch nach Weihnachten spielt, eben auch noch für mich in den Winter und vielleicht so in die letzte Dezember-, Anfang Januar-Woche. Dann, ich glaube, seit letztem Jahr auf den Sub ist Winter im Briar Creek von Olivia Miles. Ist Auftakt einer fünfteiligen Reihe, wo es dann auch noch den Frühling, Sommer, Herbst und dann, glaube ich, Weihnachten gibt. Also ich glaube, wir fangen mit Winter an und enden dann Weihnachten, was ich dieses Jahr wahrscheinlich nicht schaffen werde. Aber wenn mir der Auftakt gefällt, möchte ich im nächsten Jahr immer so ein bisschen passend zu der Jahreszeit dann die Reihe verfolgen. Wir haben hier so ein bisschen gemütlichkeitswohlige Reihe, Geschichte, die natürlich auch so ein bisschen an die Gilmore Girls erinnert oder auch an die Magnolien und ja, ich da auch gespannt war. Ja, Grace Madison ist zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder im Haus ihrer Eltern und sie glaubt aber, dass sie sich hier geirrt hat, denn ihre Mutter ist preisgekrönte Dekokönigin und sie will aber Weihnachten ausfallen lassen und der geliebte Buchladen ihres Vaters ist nach dessen Tod völlig verwaist, doch ihr Heimatort scheint nichts mehr so zu sein wie früher. Doch dann begegnet sie Luke wieder, der ihre Gefühlswelt innerhalb von Sekunden völlig auf den Kopf stellt. Und ja, es fühlt sich an, als wären sie nie getrennt gewesen. Es ist natürlich schon eine sehr wohlige Liebesgeschichte, die ich mir hier auch erhoffe. Und es darf um die Weihnachts-Winterzeit auch durchaus ein bisschen kitschiger sein. Die Geschichte spielt ja so ein bisschen angrenzend scheinbar auch in der Weihnachtszeit. Und das wird sich natürlich dann jetzt auch ein bisschen überschneiden. Aber ist für mich tatsächlich eher noch so ein bisschen der winterlichere Part.
Und dann, ja, ein Rezensionsexemplar tatsächlich aus dem letzten Jahr, wo ich ein wahnsinnig schlechtes Gewissen habe, dass ich dann einfach im Dezember so krank war und im Januar, dass ich da gar nicht so zum Lesen kam, beziehungsweise im Januar war ich ja dann auch im sonnigen Urlaub und da hätte jenseits des Möglichen einfach nicht gepasst von Nimstal Puria, wo Reinhold Messner sagt, ein einzigartiges Statement in der Geschichte des Bergsteigens. Denn Nimsal Puria ist Profi-Bergsteiger und er hat eben alle 14 Achttausender innerhalb einer Saison bestiegen. Und das war bis dato ein unvorstellbares Projekt, das vorher auch nie jemand überhaupt versucht hat. Und so nimmt er uns eben auf seine inspirierende Lebensreise mit, wie er auf den ärmsten Verhältnissen in Nepal bis zu den höchsten Gipfeln gekommen ist. Und ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Es gibt dazu, glaube ich, auch eine Dokumentation auf Netflix, die ich aber auch noch nicht gesehen habe. Aber das passt für mich jetzt definitiv in die kommende Wintersaison. Und da freue ich mich drauf, da so ein bisschen ja, in diese Geschichte von Menschen einzusteigen, die wirklich so was Großes leisten. Und wenn es auch nur etwas Großes für sich selbst ist, aber das finde ich immer spannend. Also wo man diese Motivation hernimmt, diese Lust mitnimmt, sich diesen Gefahren auch auszusetzen. Und da bin ich sehr gespannt, was er erzählen wird. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Weihnachtsbüchern. Auch hier 8, glaube ich, an der Zahl. Und wir fangen an mit einer Art Adventskalender. December Dreams von verschiedenen Autoren. Wir haben 24 Love Stories und ein Silvester Special. Ich glaube, viel mehr muss man zu dieser Art Büchern gar nicht erzählen. Ist bei mir gebraucht eingezogen. Eigentlich hatte ich ein anderes Buch dieser Form, dieser Art auf der Wunschliste, habe aber gedacht, okay, jetzt liest du doch das als erstes und es gibt Küsse unter Mistelzweig, prickelnde Gefühle im Schneegestöber, romantische Abende vor dem Kamin und ja, es soll eben uns den Advent versüßen und da werde ich diese Kurzgeschichten eben jeden Tag einfach mal eine lesen und bin sehr gespannt, ja, wie mir das ein bisschen gefallen wird. Ich habe ja so meine Probleme mit Kurzgeschichten. Wem kenne ich so ein bisschen? Bianca Iosivoni kenne ich, Stella Tack, Kira Licht, Julia Stein, da kommt dann noch ein extra Buch. Jennifer Benkow habe ich schon mal was gelesen. Rose Snow habe ich auch schon mal was gelesen. Jennifer Alice Jäger. Ja, dann gibt es auch noch Stefanie Hasse, Sandra Grauer, Marius Mani Schäfers, Claudia Siegmann, Stefanie Lasthaus und Kim Nina Ocker, Alana Falk. Ja, bin ich gespannt. Vielleicht entdecke ich ja auch einfach neue Autoren, Autorinnen für mich. Werde ich dann eben auch so machen, dass ich jede Kurzgeschichte so ein bisschen bewerte, dass dann am Ende irgendwie so ein bisschen ein Sternedurchschnitt dabei herauskommt. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann von Sarah Morgan ist eingezogen die Nacht der Weihnachtsschwestern. Ich wollte es mit Sarah Morgan einfach mal probieren. Haben mir im letzten Jahr, ich glaube, 2 Bücher von ihr geholt. Eins spielt in Manhattan, das ist auch noch ungelesen. Ich bin dann aber nicht mehr zu diesem Buch gekommen, weil ich einfach im Dezember 2,5 Wochen krank war. Ja, Weihnachten heißt nach Hause kommen. Wir treffen auf Susan McBride, die nur noch einen Weihnachtswunsch hat, nämlich dass alle ihre 3 Töchter in ihr Haus in den schottischen Highlands kommen. Und tatsächlich kommen dann alle so unterschiedlich, wie sie sind, auch nach Hause und wollen sich wieder unter einer Tanne treffen. Ja, und Susanna versucht dann eben das perfekte Weihnachtsfest zu bescheren, liegt dann aber mit einer Krippe im Bett und kann da nicht mehr raus und so müssen eben die Schwestern einspringen und ja, da müssen sie jetzt auch dann natürlich erstmal die Bande wieder knüpfen. Klingt nach einer schönen Familiengeschichte, auch so ein bisschen wohlig und gemütlich und weihnachtlich und da freue ich mich dann in der Vorweihnachtszeit sehr, sehr, sehr drauf. Ja, Julia K. Stein war bei den Kurzgeschichten mit dabei und All I Want for Christmas ist auch letztes Jahr bei mir eingezogen. Küsse so sanft wie Schneeflocken, der Zauber von Weihnachten und eine Traumhochzeit in New York. Mehr hat es für mich überhaupt nicht gebraucht, denn wir gehen in das glitzernd verschneite New York und wir treffen da Trauzeuge Pippa und Hunter, die beide die Trauzeugen sind bei einer Hochzeit, bei denen fliegen aber die Fetzen und sie können sich eigentlich nicht leiden. Doch dann merken sie aber schon, dass ihre beiden Freunde nicht so richtig zusammenpassen und die auf keinen Fall heiraten sollen. Und dann versuchen sie eben eigentlich diese Hochzeit zu verhindern. Doch dann, ja, passiert etwas im Rockefeller Center und ja, ich bin sehr gespannt. Also man kennt es ja sonst immer, dass sich eben die Trauzeugen nicht so mögen, aber natürlich alle dahinter dann trotzdem probieren, dass die Hochzeit schön wird. Hier haben wir eben einfach den Fall, dass scheinbar auch das Brautpaar nicht zusammenpasst. Bin ich sehr neugierig. Ich glaube, ich habe von Julia Stein schon mal ein anderes Liebesgeschichte
Buch, Liebe, eine andere Liebesgeschichte gelesen, aber ich glaube noch nichts Weihnachtliches. Dann ein Weihnachtsgeschenk, was ein bisschen verspätet bei mir ankam, wegen besagter Krankheit. Und zwar Weihnachtskatzen, neue Geschichten. Ich fand das Cover auch richtig, richtig toll. Und was haben wir hier? Von zwei einfallsreichen Freundinnen, die ein gemeinsames Zuhause suchen, einem wagemutigen Streuner, der das Schlittenfahren entdeckt, und einem wahren Meisterdieb, der auf Beutezug geht. Von weißen Katzen, die Schicksal spielen, und einem beliebten Hauskater mit einer Schwäche für Thunfisch, der das rote Phantom jagt. Davon und von viel mehr erzählen die hier erstmals veröffentlichten Geschichten von Anja Baumheier, Claire Bayer, Doretta Deutsch, Tanja Dückers, Tatjana Kruse und Theresia Walzer. Aber wir haben ja einige Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie viele an der Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Geschichten. Würde ja tatsächlich ganz gut passen, wenn man so überlegt, alle zwei Tage eine Geschichte. Ja, am Ende nehmen sich die Adventskalender dieses Jahr so ein bisschen die Klinke in die Hand und mal gucken, ob ich die so in einem Schwupps weglese oder es mir auch ein bisschen einteile. Ja, das waren die haptischen Bücher. Dann kommen wir auch wieder zu den digitalen. Hier habe ich aber, glaube ich, jetzt nur E-Books. Und zwar Cornwall Liebe in der kleinen Buchhandlung von Kara Lindern, ist der vierte Teil der Reihe, spielt eben in Cornwall in Porthlin, einer fiktiven Stadt, beziehungsweise einem fiktiven Örtchen. Ich habe Band 1 und 2 auch schon gelesen. Band 3 geht es jetzt in den Reiterhof, habe ich jetzt vermutlich im November auch schon gelesen, wenn dieses Video online kommt. Und dann freue ich mich im Dezember auf Band 4, denn wir treffen auf Hannah, einer bücherliebenden Verlagsmitarbeiterin, die eigentlich so ein bisschen Sehnsucht nach Veränderung und Erfüllung in ihrem Leben spürt. Und so bekommt sie den Auftrag, in der Vorweihnachtszeit undercover als Buchhändlerin nach Porthlin zu gehen und dort zu arbeiten. Ja, im charismatischen Kleinstadt angekommen, begegnet sie Ethan, dessen kleine Buchhandlung mit der drohenden Schließung kämpft. Während Hannah zwischen ihrer Karriere und dem wachsenden Gefühl für Ethan jongliert, nähert sich das Weihnachtsfest und ja, wird die Magie der Bücher Hannah helfen, ihr Glück zu finden und den Buchladen zu retten und vielleicht auch die Liebe ihres Lebens zu gewinnen. Klingt richtig, richtig schön. Ich bin sehr gerne in Porthlins unterwegs und von daher bin ich sehr gespannt, was es so ein bisschen mit dem Buchladen auf sich hat und natürlich auch mit Hannah und finde es wieder ganz schön, dass wir hier tatsächlich wohl jemanden finden oder begleiten, die nicht aus der Kleinstadt kommt und zurückgeht, sondern zum ersten Mal auch dort ist. Dementsprechend bin ich da ganz gespannt. Ja, von Kerstin Garde ist bei mir eingezogen Winterzauber im kleinen Katzencafé und ich glaube, das ist tatsächlich schon mal unter einem anderen Namen erschienen und mich hat jetzt aber das Cover so angesprochen. Ich glaube, auch ursprünglich hat mich der zweite Band vom Cover mehr angesprochen, aber ich möchte natürlich Winterzauber, Weihnachtliches und deswegen musste natürlich der erste Teil her. Zauberhafte Katzen, ein winterlicher und romantischer Wohlfühlroman, bei dem jedes Herz dahinschmilzt. Was tun nach einem Liebesaus? Lilly hat von der Großstadt genug und von Männern sowieso. Ihr Traum, ein eigenes Café auf dem Land, selbstgebackener Kuchen, frischer Kaffee. Was könnte es Schöneres geben? Aber dann taucht Mr. Mounts auf und bringt ihre Welt völlig durcheinander. Mit viel Charme verwandelt der rote Kater ihren Laden in ein Katzencafé. Und das schnell zu einer Sensation wird. Sehr zum Ärger von Baptiste Amand, dessen französisches Bistro seitdem leer steht. Baptiste sieht nur einen Ausweg, er muss Lilly und ihre Katzen so schnell wie möglich loswerden, doch er unterschätzt den Zauber des kleinen Katzencafés, in dem Winterwunder wahr werden. Klingt richtig schön, man ahnt natürlich schon, wo die Geschichte hingeht, aber ich sage ja auch immer, bei diesem Wohlfühlroman, bei Liebesgeschichten ist nicht das Ende so das, was zählt, sondern der Weg ein bisschen dahin und da freue ich mich hier sehr. Ja, auch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt wurde mir von Christiane Lind, Winterglück auf dem kleinen Pferdehof in Island. Auf Christiane Lind wurde ich aufmerksam, weil sie hinter dem Pseudonym Kara Lindon steckt. Also das ist ein und dieselbe Person. Und zudem fand ich auch das Cover hier richtig, richtig schön. Denn wir sind hier mal bei den Polarlichtern in Island. Lauras Welt bricht zusammen, ihr Mann verlässt sie und das kurz vor Weihnachten, die gemeinsame Reise nach Island, Lauras Sehnsuchtsziel schlechthin, fällt wohl damit ins Wasser. Doch auch nicht. Auf Drängen ihrer Freunde stürzt sie sich allein ins Abenteuer. Am Flughafen erwartet sie ein äußerst mürrischer Isländer. Als Laura erfährt, dass sie die kommenden Wochen an der Seite dieses Mannes verbringen wird, macht sie sich Sorgen um ihr Weihnachtsfest. Doch auf dem Rücken ihres Islandpferdes findet sie unter dem atemberaubenden Polarlichtern endlich wieder den Glauben an sich selbst
Und vielleicht auch an die Liebe. Ah, das klingt so schön. Und Island und Polarlichter wäre ja definitiv auch mal etwas, was ich gerne sehen würde. Und dementsprechend ja, zieht es mich da zumindest in der Lektüre immer mal dorthin. Und das klingt auch nach einer ganz schönen, herzlichen, schönen Geschichte. Und das letzte Buch ist dann Das Fest der Liebe von Jean Meltzer. Kerzenlicht, Rugelach und ein Erzfeind zum Verlieben. Und ja, wir treffen hier auf Margot Cross. Sie ist eine Bestseller-Autorin von über 20 Weihnachtsromanen. Allerdings heißt sie eigentlich Rachel Rubenstein Goldblatt und ist eigentlich, oder sie ist die Tochter des berühmten Rabbis New York. Das weiß allerdings keiner. Am allerwenigsten ahnen das ihre jüdischen Familienmitglieder. Doch als sich ihr Verlag eine Chanukka-Geschichte von ihr wünscht, gerät Rachels wohlbehütetes Doppelleben in Gefahr. Um weiter schreiben zu können, muss ihr eins gelingen. Sie muss eine Karte für die größte Chanukka-Party der Stadt ergattern, um Inspirationen zu sammeln. Doch das Dilemma ist, dass ausgerechnet ihr Erzfeind aus Kindertagen, der unerhört gut aussehende Jacob Greenberg, diese veranstaltet und ein Ticket ja, gibt es auch nicht mehr, denn es ist alles ausverkauft. Doch wie soll es nun zum Happy End kommen? Und ich finde diese Idee, dass wir hier im Grunde zwei ja, ganz unterschiedliche, ja so ganz unterschiedlich ist es wahrscheinlich, Feste im Grunde kombinieren, die eigentlich ja nichts miteinander zu tun haben, beziehungsweise die sich ja auch gerne in ihrer Religion, in ihrer Art abgrenzen. Am Ende feiern wir einfach alle etwas Schönes und der Ursprung kommt sowieso von ganz woanders her. Also ja, von daher bin ich hier sehr neugierig, wie es hier im Grunde unsere ja, Autorin schafft, also Margaret Cross, so ihr Geheimnis zu verbergen oder wie das gelüftet wird oder ob sie dann weiterhin Bücher über Weihnachten schreibt oder in welche Richtung das geht. Klingt nach einer schönen Geschichte, ist auch schon seit letztem Jahr auf dem Sub. Oh, das tat mir letztes Jahr so leid, dass es mich da echt zu 3 Wochen fast weggebeamt hat und ich überhaupt keinen Nerv für Weihnachtsbücher hatte und danach auch gar keine Lust mehr auf ja, Weihnachten, also mir auch definitiv letztes Jahr so ein bisschen die Weihnachtsstimmung dann gefehlt hat, aber ich hoffe, ich halte mich dieses Jahr gut und komme gut durch die Weihnachtszeit und auch gesund, das hoffe ich natürlich auch für euch. Das waren sie jetzt also meine Sub-Bücher, ich habe tatsächlich auch wahrscheinlich so eine Handvoll Bücher auf der Wunschliste, die sich auch mit Winter, Weihnachten beschäftigen, die ich aber erstmal so ad acta gelegt habe, zumindest ist der Vorsatz groß, weil es ist eigentlich schon zu viel. Wir haben hier 16 Bücher und es ist unrealistisch fast zu sagen, dass ich alle Weihnachtsbücher in den 3-4 Wochen schaffe. Mit den Winterbüchern vielleicht bis Februar, ja, aber es muss jetzt schon ein bisschen selektiert werden, worauf habe ich besonders Lust. Und das wird dann auch schwierig, sich das auszusuchen. Und oh, das ist, oh, ich bin überhaupt kein Leselistenleser. Ja, haut das hin. Und aber ja, manchmal muss es sein, ne? Sonst werde ich dem hier irgendwie nie her. Aber es ist so. Ja, habt ihr schon Weihnachtsbücher angefangen zu lesen? Habt ihr schon Highlight vielleicht auch gelesen oder habt etwas aus den letzten Jahren, was ihr empfehlen könnt? Dann sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Alle Bücher sind natürlich auch in der Infobox verlinkt und schaut natürlich auch in die nächsten Büchermonate für November, Dezember und auch auf jeden Fall noch Januar vorbei, wenn ihr da sehen wollt, welche der Bücher ich gelesen habe und wie sie mir gefallen haben. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Art ja, Sub-Video, Want-to-Read-Video hat euch gefallen und ich bin sehr gespannt, wie viele Bücher dann am Ende tatsächlich nach der Saison gelesen sind. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.